Ja, schauen Sie mal hier, so sieht sie aus, die neue Comdirect Visa Debitkarte. Sie ist kostenfrei und als Bestandskunde bekommen Sie diese kostenfreie Karte automatisch in den aktuellen Tagen zugesendet zu Ihrem ebenfalls kostenfreien Girokonto bei dieser Bank. Mehr dazu zu den Vorteilen und zur Einrichtung hier in diesem Videoclip. Falls Sie noch nicht Kunde bei dieser Bank sind, können Sie das gerne ändern, und zwar indem Sie in den Begleitartikel wechseln. Ich blende Ihnen jetzt oben rechts den Link dazu ein. Kommen Sie auf den Artikel, scrollen Sie ein bisschen runter, wie ich es gerade getan habe, und dann finden Sie unsere passend zur Bankfarbe gelben Umsetzungsbutton. Kommen Sie direkt zur Bank und können dann loslegen, sich auch so ein Konto zu holen. Ob das für Sie Sinn macht, können Sie entscheiden in den weiteren Minuten dieses Videos. Wir haben hier nochmal die Vorteile zusammengefasst von der Comdirect Visa Debit Card, ja, in Verbindung mit dem kostenlosen Girokonto. Die Comdirect ist mittlerweile eine, ja, Marke, eine Direktbankmarke der Commerzbank. Ja, und eine der wenigen übrig gebliebenen kostenfreien Girokonten, ja. Und hier hat es noch geschrieben, ohne Mindest- und Gehaltseingang. Sie sehen es aber, ich habe eine kleine Eins gemacht, weil in, ja, gut einem, in knapp einem Monat, ja, im Mai, ändern sich ein bisschen die Bedingungen, aber es ist relativ einfach, diese einzuhalten, ja, um dann auch weiterhin die Kostenfreiheit genießen zu dürfen. Somit eignet sich dieses Konto auch als Erst- oder Zweitkonto. Die neue Debitcard, wie abgebildet, ja, gibt es automatisch und ebenfalls kostenlos zum Konto dazu. Und sie vereinigt einige Vorteile von der Girocard, die weiterhin noch kostenfrei bei dem Konto dabei ist, und der Visa Credit Card, die künftig allerdings 1,90 € pro Monat kostet. Da ist dann die Frage, möchte man sie überhaupt beantragen? Wenn man sie schon hat, möchte man sie behalten? Bei uns in der Community wird man vielleicht später in der Kommentarfunktion sehen, gibt es eine, die sich von dieser Karte trennen werden. Aber die Visa Debit ist auf jeden Fall dabei und sie hat hohe Priorität, werden wir auch im Verlauf dieses Videos sehen. Hier sehen wir es auch nochmal, gehen wir ganz kurz diese Punkte durch. Mit der Karte können Sie kostenfrei Bargeld abheben, und zwar dreimal pro Monat an fast allen Visa-Automaten weltweit. Warum sage ich fast alle? Es gibt ein paar so lokale Banken, die sperren sich so gegen Direktbanken. Ist allerdings kaum ein Problem, weil es gibt doch relativ viele. Sie können so 95% der Automaten oder vielleicht sind es auch 99 abheben damit, und zwar ohne Mindestbeitrag. Das ist ja eigentlich wichtig, dass Sie nicht ja, immer eine bestimmte Summe oder mehr abheben. Im Prinzip liegt es hier, ich habe es mal, da der Mindestbeitrag fehlt, geschrieben, ab 0,01 Euro bis auch 1000 Euro pro Tag möglich, und natürlich auch in Fremdwährung. Und in Fremdwährung wird auch keine zusätzliche Gebühr dafür erhoben. Das ist denn für Sie, wenn Sie Kunden bei dieser Bank sind, mit dieser Karte, kostenfrei. Man kann auch natürlich kostenfrei bargeldlos zahlen. Das ist man ja gewohnt von Karten. Allerdings fällt hier dann doch ein, wenn Sie im Ausland sind, ja, in einer anderen Währung als Euro bezahlen, ein Zuschlag von 1,75% dazu. Das ist leicht unterm Durchschnitt. So, interessant für eine ist die Wunschpin. Die ist mich hier dabei und die kann man selbstständig im Online-Banking festlegen. Werden wir im Verlauf dieses Videos noch sehen, denn ja, mittlerweile kann man fast natürlich sagen, ein paar hängen noch hinterher. Hier die Comdirect hat es natürlich, wie aber auch viele andere, dass Apple und Google Pay möglich ist und natürlich keine jährliche Kartengebühr. Das hat es ja doch bei einigen Banken zugeschlagen. Hier haben wir nochmal die Karte auf Vor- und Rückseite, bisschen beschriftet. Wenn Sie sich das näher anschauen wollen, wechseln Sie gerne in den Begleitartikel, sehen Sie die Grafik auch einfach bequemer, größer. Wenn Sie die Karte zugesendet bekommen, entweder jetzt als Bestandskunde oder demnächst als Neukunde, stellt sich die Frage, was ist zu tun? Erstens, die Karte ist zu aktivieren. Dazu loggt man sich einfach ins Online-Banking dann bei der Comdirect ein. Ich habe Ihnen das jetzt auch, das können Sie sich als Reiter irgendwie merken, wie auch immer, später in den Artikel nochmal zugreifen. Hier einfach anhand der Bildschirmfotos beschrieben. Dann brauchen Sie nicht selber irgendwie suchen. Sie gehen hier in dieser Navigationszeile auf Verwaltung, denn auf PIN-TAN-Verwaltung. Ach ja, sehen Sie ja, also ich benutze die Bank etwas mehr. Ja. Öffnet sich denn dieses Fenster? Hier gehen Sie dann zu den Kartendaten und dann öffnet sich denn dieses Fenster. Und hier ja, sehen Sie dann, welche Karten vorhanden sind. Da sehen Sie auch so ein bisschen die
sagen wir mal, die vermutete Reihenfolge, also Reihenfolge ist es ja auf jeden Fall, ja, aber die vermutete Stellung, die eine neue Bank hat, die Visa Debit ist hier gleich ganz vorne angelegt, dann kommt hier diese Kreditkarte Visa und hier die Girocard. Sie bleiben hier in dem ersten Reiter, wenn bei Wunsch-PIN, wenn Sie die PIN vergeben, sehen Sie jetzt auch, ich habe extra hier ja, das alles mal ganz ausführlich dokumentiert, neue PIN eingeben, dann die PIN wiederholen, auf Weiterklicken, dann mit einer TAN bestätigen, ja, können Sie entweder hier diese Fototan, das kennen Sie vielleicht schon, abscannen und dann eingeben, ja, oder Sie können auch zur Mobile TAN wechseln, kriegen Sie eine SMS zugeschickt mit der TAN und dann sind Sie fertig und damit, um auch den Satz von vorhin zu beenden, ist die Karte aktiviert. Ja, Sie können sie ab da an nutzen, auch, das greife ich in meiner Kommentarfunktion vor, auch ja, kontaktlos, ja, beim ersten Mal, so schaut es aus, über die Kontaktfunktion muss man nochmal den PIN eingeben, dann ist auch quasi über so ein Terminal die Karte, ja, ich will nicht sagen aktiviert, weil sie ist ja schon aktiviert, aber nochmal abgesichert, ja, und dann können Sie auch kontaktlos mit der Karte zahlen. Ja, so viel dazu. Ich habe hier weiter runterscrollt. Sie sehen, hier haben Sie dann auch noch weitere ja, Serviceangebote. Sie können hier diesen SMS-Info-Service aktivieren, wo Sie dann einfach zur Kontrolle, wenn Sie jetzt weil Sie einen Auslandsumsatz haben oder wenn Sie größere Beträge ab 200 Euro haben, dass Sie dann eine Nachricht bekommen können, wenn Sie es mögen. Oder hier dann auch Google und Apple Pay aktivieren. Das wäre dann für Sie eine Frage. Brauchen Sie weitere Anleitungen? Können Sie unseren Kanal abonnieren? Es gibt ja von den, sagen wir mal, doch wenigen überschaubaren Banken immer mal wieder, wie auch jetzt hier, ganz konkrete Anleitungen zu den Banken, die wir halt verfolgen. Wenn Sie noch nicht wissen, welche Banken wir alle verfolgen, können Sie gerne mal die Videos zurückgucken, welche da in der letzten Zeit vorgekommen sind. Sie gehören wirklich zu den, ja, zu den smartesten bei uns im Land. Gut, hier haben wir noch ein bisschen weitere Hinweise, können Sie dann selber lesen, wenn Sie den Artikel gewechselt sind. Auch die Frage heute vielleicht noch dieses Konto eröffnen, warum das möglicherweise Sinn macht. Ich schreibe hier ein bisschen was auch von mir dazu und Sie sehen natürlich auch den gelben Umsetzungsbutton. Und für einen ist vielleicht interessant, ich habe auch einen Bildschirmdruck von mir aus meinem Depot hier gemacht, nicht um Ihnen zu zeigen, ob ich irgendwie besonders toll oder ob ich das Gegenteil davon bin, sondern wenn Sie da ein bisschen die Zoom-Funktion nutzen, erkennen Sie, da sind tatsächlich auch Sachen drin, die ich in älteren Anleitungsartikeln und Videos schon verwendet habe. Ja, da sehen Sie, dass das ist authentisch, das ist halt echt, das mache ich tatsächlich auch selber und habe das dementsprechend auch noch da. Ja, also Sie kommen direkt, ist nicht nur es ist ein sehr, sehr gutes Girokonto mit einer, ja, einen guten Karte dazu, aber Sie können mit der Bank tatsächlich noch mehr machen, mehr erfahren Sie dann, wenn Sie tatsächlich auch in unser Artikel reingehen und dann, ja, auch dann hier die weiteren Links klicken, wo es dann zu weiterführenden Artikeln gibt. Sie sind nicht der Einzige, der das macht. Wenn man hier noch ein Stück weiter runtercrollt, das ist die Kommentarfunktion, sind wir aktuell bei 79 Ergänzungen. Die meisten sind tatsächlich aus der Community, wo ich mich sehr freue und deswegen auch antworte, also auch ein Teil ist von mir. Und da können Sie gerne mal durchgehen und sehen, was haben wir auch für, ja, für ein tolles Publikum oder auch na, Publikum liest halt mit, aber auch aktiv, wenn man aktiv wird halt, ja, auch ergänzt, eigene Erfahrungen mit reinbringt, Gedanken mit reinbringt. Und wenn Sie auch so jemand sind, gehen Sie nach ganz, ganz nach unten. Jetzt müssen Sie halt tatsächlich, kriegen wir es noch rauf, genau. Können Sie sehr gerne mitwirken, indem Sie Ihre Frage, Ihre Erfahrung hier formulieren, Ihren Namen noch angeben, Ihre E-Mail-Adresse hat den Vorteil, können Sie sich nämlich bei weiteren Kommentaren benachrichtigen lassen, können Sie auch, wenn es Ihnen dann irgendwann zu viel werden sollte, wenn quasi Ihre Frage beantwortet ist, jederzeit am Ende jeder E-Mail wieder abbestellen. Da befindet sich der Austragelink und hier haben Sie auch noch die Möglichkeit, sich bei unserer Sonntagsmail, das ist der Newsletter, anzumelden, kriegt man jeden Sonntag dann einen Link aufs Video, kriegt man aber auch auf Weiterführende, wie kann ich immer alles ins Video reinpacken. Ja, herzlichen Dank, dass Sie dieses Video bis zu Ende geschaut haben. Mein Name ist Richard Banks, ich bin Ihnen angetreten, Ihnen jeden Sonntag ja, eine Inspiration für ja, private Finanzen im Banking-Bereich zu liefern. Und Sie sind, haben es jetzt angeschaut, das macht insgesamt dann halt Sinn. Herzlichen Dank dafür und wenn Sie mögen, wenn Sie vielleicht auch den Kanal abonniert haben, bis nächsten Sonntag.